Servus, grüezi und hallo. Tut ja überall weh. Tut wirklich überall weh. Anstellen. Wir haben uns schon so schlimm weh getan. Der Bier ist schon hingefallen und ich habe mir die Scheide gestoßen. Was ist das? Also, als erstes, du brauchst Alkohol. Ja. Prost. Ach du Scheiße. Oh fuck. Davon habe ich mal gekotzt. Was? Ich habe noch eine Überraschung für dich, weil es ist ein Junggesellinnenabschied. Was fehlt denn noch? Wer kommt jetzt noch? Mein Vater. Langsam ist gar nicht mehr so schlimm. So, ich bin jetzt auf Temperatur getrunken. Ich bin bereit für die erste Aufgabe. Dann ist es schneller vorbei. Und du machst es auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Egal was hier steht, egal was vorliegt. Ja. Du machst es. Ja. Du machst ja, es. Ja, ich mach's. Ja, komm, gib's mir. Sie macht es. Was ist es? Du musst nackt. Nein, ich muss auch kein Scheiß Arsch. Ich hasse diesen dreckigen Scheiß Arsch. Ich will, dass er weggeht, Mann. Aber wenn ich ein bisschen betrunken bin, so, this is my ass. Plötzlich der geilste Arsch der Welt, oder? Oh, I like my ass, yeah, you like my ass. Oh, shake the ass, shake it. Shake my ass. Mhm. Marihuana regt außerordentlich den Appetit an. Vor allem in der Medizin wird die Droge eingesetzt, um Menschen mit Unterernährung zum Essen zu motivieren. Gesunde Konsumenten sollten versuchen, Fressflashs unter Kontrolle zu halten, denn bei der Nahrungsaufnahme versteht dieser Kiffer keinen Spaß. Es geht ihm nur um die stumpfe Befriedigung seiner eigenen Fressattacke. Das ist weder schön anzusehen, noch besonders würdevoll. Der hängengebliebene Kiffer hat in seiner Jugend so viel Gras geraucht, dass sein Hirn auf Jahre in THC konserviert bleibt. Wenn wir früher keine Blättchen hatten, dann haben wir Erdloch geraucht. Der hängengebliebene Kiffer verfügt aber nicht nur über ein erheblich eingeschränktes Sprachzentrum, auch das Reaktionsvermögen ist durch jahrelangen Graskonsum etwas verzögert. Hey. Fang mal. Ah, fast.
Diese Glücklichen haben nach jahrelangem Konsum von Hasch die Erleuchtung und sprechen Dinge aus, die viele nur denken, aber niemals zu sagen wagen würden. Ey, die beste Band der Welt. Die allerbeste Band der Welt. Und du kannst sagen, was du willst. Die beste Band ist und bleibt Aerosmith. Aerosmith, Alter, überleg mal, was die alles gemacht haben. Da fällt mir, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Überleg mal. Amazing zum Beispiel. Alter, amazing. Yes, amazing. Saying a prayer. That's my life. Ja, ist mit die beste Platte, muss man sagen. Ist das der Wolf, ne? Ist es komisch, dass ich die Vibration gut finde hinter dem Holz? Könnt ihr mich kurz allein lassen? Das klingt irgendwie wie Mittagessen ist fertig, ne? Ja. Ich habe mein Instrument gefunden. Meine Bestimmung. Also. Bist du bereit? Ich bin bereit geboren. Benutze die Ampel als Pole Dance Stange. So, und das war's mit Dreisatz. Ihr Arsch aus dem Fenster halten. Voll geil. Kondome, hier kommt Muffin-Geschmack. Kondome mit Blueberry-Muffin. Aber ihr seid gar nicht so asozial. Ja, wir sind da nette Leute. Ja, wir sind auch Leverkusen. Ja? Leverkusen. Ach so, ja. Ihr steht auf Schwänze und nicht auf Musen. Ja, also ihr seid sind wir aus dem Leverkusen. Bayer Leverkusen. Also du brauchst einen Tiefschutz. Ja? Ein Tiefschutz. Tiefschutz? Mhm. Ein Scheidenschutz? Ja, ein Scheidenschutz. Passt der Scheidenschutz? Sieht gut aus. Nein! Am besten noch. Hau ab! Beide Hände oben, genau. Beide Hände schön oben vors Gesicht. Feuer! Deine Eltern müssen Diebe gewesen sein.
Sie haben dem Himmel die zwei schönsten Sterne gestohlen und in deine Augen. Ja? Wirklich? Glaubst du echt, die Engel haben mich in den Himmel gemacht? Boah, nein, das hat gar nicht wehgetan. Boah, das ist irgendwie voll süß von dir. Komm, ich blas dir ein. Hey, Baby, ja, bitte, sprich, was möchtest du? Baby, ja, meinst du mich? Hey, Baby, sprich nicht weiter, bitte. Ich halt's nicht mehr aus. Ja? Weiße Rosen aus Satin. Und? Tulpen aus Amsterdam. Schon nach kurzer Zeit zeigen sich verblüffende Ergebnisse. Aber ich bin total unglücklich. Ja, ja, der Peter, ich weiß. Setzen Sie auf Trennkost und schon bald ist Partytime. Präsentieren Sie Ihre neue Figur auf der Tanzfläche und flirten Sie mit vielen aufregenden Männern. Aber ich will auch gar keine Party. Ich will am liebsten zu Hause bleiben und mich im Bett verkriechen. Und auf andere Männer habe ich auch keine Lust. Vielleicht schreibe ich dem Peter mal. Und wieder moppelig werden? Nee, 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 nee. Außerdem, der Peter hat längst eine neue. Der war ja tatsächlich eine ganz gute Partie. Sie werden sehen, schon bald haben Sie den perfekten Buddy für den Strand und Sie sparen im Urlaub auch noch bares Geld. Einzelzimmer statt Doppelzimmer. Außerdem können Sie auf teure Restaurantbesuche verzichten. Dank Trennkost. Achtung! In seltenen Ausnahmefällen kann Trennkost hemmungsloses Frustessen auslösen und zu unkontrollierbarer Gewichtszunahme führen. Ja, super! Jetzt bin ich fett und allein, oder was? Dafür mache ich den Reißverschluss meiner Jacke von oben bis unten auf. Dabei ist es ganz wichtig, ihn komplett aufzumachen, damit man die Jacke gut ausziehen kann. Sonst ist es sehr schwer und man muss sich da rauspellen wie aus einem zu engen Pullover. Das ist sehr anstrengend und dauert ewig. Geschafft. So Leute, Toilet Paper, das ist wirklich so much fun. Also ich benutze am liebsten 18-lagiges aus einem Naturprodukt. Und das hier ist jetzt aus Baby-Eisbärenfell. Das ist nicht nur super saugstark, sondern auch ein richtig gutes Rosettenpeeling. Und ey Leute, wer hat nicht gerne eine smoothie Rosette, oder? Ja, statt Baby-Eisbärenfell kann man natürlich auch ganze Baby-Eisbären nehmen, aber das ist einfach eine Kostenfrage, ne? Oder ihr nehmt einfach alte Zeitungen. Aber ey, das muss wirklich jeder für sich selbst entscheiden. Das ist für mich die beste Wahl. Und ja, wir sehen uns gleich. Super. Wichtig ist, dass die Pflege zur Haut passt. Deshalb gönne ich meinem Gesicht eine organische Gesichtsmaske komplett aus Hack. Aber nicht zu viel naschen, Leute. Morgen wird bestimmt wieder so ein aufregender Tag. Standard. Bye, 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 bye.